Kaffee, ein absolutes Genussthema, welches auf meinem Kanal noch gar nicht stattgefunden hat. Ihr wisst aber, ich liebe Kaffee. Also ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, um zu sagen, dass ich es sehr, sehr gerne mag, Kaffee zu machen. Ich habe aber noch nie ein ganzes Video über Kaffee gemacht. Heute ist der Tag dafür endlich gekommen. Ich freue mich sehr. Es ist ein wirklicher Traum von mir. Ich wollte wirklich schon immer mal einen Tag im Café als Barista arbeiten. Und nachdem das Video, in dem ich einen Tag in der Sterneküche gearbeitet habe, euch so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich mache das vielleicht noch in ein, zwei weiteren Lokalitäten. Heute im Café Number 5 in Köln am Barbarossaplatz. Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ich werde ganz, ganz viel Kaffee machen. Ich werde hoffentlich viel lernen und ich bin gespannt, was ich vom Tag mitnehmen kann. Deshalb kommt mit in die Welt des Kaffees und ich verspreche euch, auch wenn ihr keinen Kaffee trinkt, es ist unfassbar interessant, wie viel man lernen kann und wie komplex dieses Thema ist, aber wie schön. Ich sitze jetzt mit Can. Can macht das Marketing vom Café Number 5. Und ja, ihr habt was vor mit mir heute. Was ist meine Aufgabe? Ja, genau. Also heute ist der Max nämlich bei uns Herr der Kaffeemaschine. Er will sich heute mal an allem ausprobieren, was wir so an Kaffee hier anbieten. Wir sind schon ganz gespannt drauf. Und als Max hier reingekommen ist, war der direkt beeindruckt von der Kaffeemaschine, die wir hier stehen haben. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, auf die Impressions und auch insbesondere auf den Geschmack, wie du uns das herzauberst. Ja. Ja, und das wird auf jeden Fall ein cooler Tag. Und hoffentlich wirst du auch mal so leicht in eine stressige Situation geraten. Mal gucken, ob wir den Max mal aus dem Konzept gebracht bekommen. Okay, ich bin selbst sehr gespannt. Ich habe mir eine Sache überlegt, eine Sache vorgenommen. Ich möchte heute einen Schwan in die Latte atmen. Oh, wow. Weil ich habe schon so ein Herz, kann ich ein bisschen, fahren kann ich ein bisschen. Und Schwan wollte ich unbedingt schon immer mal machen. Ja. Aber das Ding ist, um das zu können, musst du halt 100 Kaffees machen. Und trink mal 100 Kaffees, um zum Üben, dann hast du einen kompletten Koffeinschock. Das ist mein Ziel für heute. Wenn ich das schaffe, dann kann ich mir den Barista-Stempel geben. Ich bin aufgeregt, freue mich ganz viel Kaffee zu machen. Und ich würde sagen, wir legen los. So, hi, Max, freut mich. Patrick, hi. Patrick, herzlich willkommen. Das ist dein Reich eigentlich und du übergibst es mir heute. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wunderschöne Maschine, musste ich schon feststellen. Also, dass ich überhaupt mit so einer Maschine mal arbeiten darf, unglaublich. Kannst du mir nochmal oder auch den Zuschauern einen kurzen Rundown geben? Was ist so der Prozess bei einem Cappuccino? Ganz einfach, wir lösen den Siebträger, schlagen ihn aus. Wir würden ihn dann mal mit dem Pinsel reinigen, damit halt der restliche Kaffeesatz von der vorherigen Ladung raus ist. Hängen ihn dann um das Mahler rein. In dem Fall ziehen wir einen doppelten Espresso. Ja, ihr habt auch nur doppelte Siebe wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, wir arbeiten nur mit doppelten Sieben, nicht mit einfachen. Ja, dann in der Zeit flaschen wir einmal, damit der restliche Kaffeesatz dann auch noch raus ist. Ja. Dann müssten wir einmal den gemahlenen Kaffee festdrücken. Ja. Schauen, dass man immer gerade ist. Spannen wir einfach nur den Siebträger wieder ein. Ich fühle mich auch gerade so wie in der Schule, wenn man so ein Thema schon so vorher zu Hause behandelt hat und man weiß schon alles so. Aber du erklärst das super verständlich. Vielen Dank. Ich mache da immer so einen Nerd-Talk draus, deshalb sehr gut, so versteht es jeder. Ich glaube, bei mir versteht es keiner. Die hört von selbst dann auch auf. Genau, die stoppt auch von alleine. Man hat hier oben auch eine Sekundenanzeige. Sie sollte auch immer zwischen 28 und 32 Sekunden liegen. Okay. Mama mia. Ja, das ist jetzt in dem Fall hochrot. Du wolltest ja ein Cappuccino machen. Ja. Da wir jetzt einen doppelten Espresso gezogen haben, machen wir einfach einen Flat White raus. Genau. Flat White bedeutet was? Flat White ist ein Cappuccino mit doppeltem Espresso. Wolltest du? Wir haben auf beiden Seiten jeweils auch ein Dampfeisen. Ich arbeite halt immer hier auf der Seite, weil hier auch die Ausgabe ist. Okay, klar. Oh. Das ist auch schon direkt so eine Optimierungsgeschichte, die man wahrscheinlich dann über die Zeit für sich so herausgefunden hat, genau. Oder? Genau. Ja, das ist dann wie so Fabrik-Fließband-Arbeit, wenn man versucht von links nach rechts wegzuarbeiten. Oder wenn es auf der anderen Seite wäre, von rechts nach links. Ja. Am einfachsten ist genauso wie mit der Milch. Wir klopfen ja nochmal aus, damit der überschüssige Luft da auch noch rauskommt. Ja, ja. Dann ist es wirklich am einfachsten, die Tasse von unten zu greifen, den einmal zu schwenken oder einmal zu viel zu schwenken, dass die Creme halt aufbricht und dass man unter die Creme kommt mit der Milch. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute einen Schwan auch schaffen. Ja, dann viel Erfolg. Ist ambitioniert auf jeden Fall. Der Tag ist noch lang. Der Tag ist lang, genau. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Danke, dass du da bist. Vielen Dank für die Einweisung. Ich würde sagen, ich fange jetzt an und mache Kaffee. Ja, und ich warte jetzt mal auf Bestellung, würde ich sagen. Wow, dann ging es also los. Der erste Kaffee des Tages. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja den Vergleich gebracht, diese Maschine ist ein Bugatti. Nicht nur preislich, sondern stellt euch vor, ihr fahrt normalerweise Auto 150 PS und dann sitzt ihr plötzlich in so einem 1600 PS Bugatti Chiron. Das habe ich mir gedacht, als ich die Dampflanze angestellt habe. Alter, Mama mia, die Maschine hat so viel Power. Ja. Uiuiui. Gefühlt ist mir das alles um die Ohren geflogen. So, ich habe zu Hause eine 150 PS Kaffeemaschine, die wirklich schon sehr gut ist. Und das Ding hat so viel Power, sodass ich gedacht habe, Alter, Scheiße, kannst du das überhaupt bedienen? Dann wurde mir aber erklärt, ich kann diesen Hebel runterstellen.
alles ein bisschen entspannter. Aber trotzdem ist alles irgendwie ganz, ganz anders als zu Hause und ich musste mich wirklich erstmal einarbeiten. Und mein großes Ziel vom Schwan in der Latte Art ist erstmal ein bisschen nach hinten gerutscht. Nächste Bestellung, ein Americano. Tisch 10 fertig. Americano basiert wie jedes andere Kaffeegetränk, das aus der italienischen Kaffeeküche kommt, auf einen Espresso. Also das ist quasi der italienische schwarze Kaffee. Wenn man so drüber nachdenkt, das heißt bestimmt Americano, weil die Amerikaner in Italien schwarzen Kaffee bestellt haben, weil die halt Filterkaffee trinken wollten. Und es ist dann quasi ein Espresso verlängert mit heißem Wasser. Also der Espresso ist immer die Basis quasi. Espresso ist immer die Basis. Egal ob es ein Latte Macchiato, ein Flat White, ein Cappuccino, Espresso Macchiato. Es ist immer ein Espresso. Tipp für dich, Americano, würde ich erst Wasser reinmachen. Wegen der Crema natürlich, ne? Und natürlich, also Crema ist jetzt halt ein bisschen zerstört, zersetzt dadurch, ne? Ich habe jetzt aus Reflex das Sieb sauber gemacht, aber man lässt es ja hier eigentlich eher drin, weil es eh die ganze Zeit gewechselt wird und jetzt liegt das da so doof rum. Okay. Zack. Ich muss wirklich sagen, ich habe es mir ein bisschen stressiger vorgestellt. Also es war so ein richtig entspannter Tag. Die Jungs meinten auch zu mir, so, das ist jetzt heute kein Sonntag, kein Samstag, wo du die ganze Zeit durchgängig Kaffee machst, sondern man konnte wirklich ein bisschen runterkommen und die Tätigkeit, das Kaffee machen, hat mir auch in diesem größeren Volumen richtig viel Spaß gemacht. Also ich sehe mich da wirklich. Ich glaube, das wäre eine Sache, die ich machen würde, wenn ich nicht diese Videos machen würde, woran ich noch mehr Spaß habe. Aber ich sehe mich wirklich in so einem Café. Also ich habe echt überlegt, ob ich die Jungs fragen soll, ob ich nochmal vorbeikommen kann. Weil man wird mit jedem Mal besser. Und dieser kleine, aber feine Fortschritt macht richtig viel Spaß. So, gerade wenn man so ein bisschen ehrgeizig ist in dem Thema. Hey Bro. Yo. Ich habe irgendwie Bock, noch irgendwas so als Aufgabe Max zu stellen. Also sollen wir den nochmal so ein bisschen catchen? Du musst ja auch quasi die Qualität auch mal überprüfen, ob der das überhaupt richtig macht. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Dadurch, dass ja so langsam die Sonne auch rauskommt, hätte ich jetzt eigentlich schon Bock irgendwie auf so ein Eis-Hafer-Cappuccino oder so. Meinst du? Meinst du, den kriegt der hin? Ja. Ich glaube, das ist ein leichtes sogar für dich. Ja? Ich habe gerade zum Eric gesagt, dadurch, dass hier so langsam die Sonne ein bisschen rauskommt, hätte ich jetzt schon sehr Bock auf so ein Eis-Cappuccino mit Hafermilch. Eis-Cappuccino? Ja. Meinst du ein Eis-Cappuccino oder ein Eis-Latte? Nee. Ja, Eis-Latte, stimmt. Doch, okay, Eis-Latte, okay. Yeah. Hafermilch. Die Bestellung kann ich auf jeden Fall bedienen, weil, ups, das bestellt meine Freundin auch jeden Morgen bei mir. Ey, mir wirkt das nicht so ganz sicher, was der da macht. Irgendwie gerade nicht, ne? Ja. Wir beurteilen den jetzt einfach mal, ohne dass Max das hört, würde ich sagen. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt der Verlauf, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Ist zu viel Hafermilch, aber trotzdem lecker. 1 von 10. Bro, es tut mir wirklich leid, aber das ist eine 6 von 10. Verheerende Bewertung. Zu meinem Feedback, zu meiner Beurteilung, muss man dann aber sagen, hatte Max wohl die Info nicht, dass es ein doppelter Espresso sein muss. Wäre der mit einem doppelten Espresso gemacht worden, dann wäre ich mehr als zufrieden eigentlich. Sehr gut. Dann bin ich doch sehr zufrieden. Aber danke. Gerne, gerne, gerne. Da ist mir dann aufgefallen, dass ich vielleicht doch besser noch einmal nachgefragt hätte, weil für mich selbst ist das so ein Ding mit einem Espresso-Shot. Aber natürlich, die Kunden, die immer wieder kommen, sind daran gewöhnt, wie macht es das Café? Und klar, also so ein doppelter Espresso hat natürlich noch mehr Power. Ich habe bei mir zu Hause auch mehr Kaffee und geht auf meine Kappe. Also Can, auch noch der Can, der uns heute eingeladen hat, war da nicht ganz zufrieden. Freunde, es ist soweit. Ich habe jetzt ein paar Kaffees gemacht, bin ein bisschen eingegroovt. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Story und dann kommen ein paar von euch vorbei und ich kann für euch Kaffee machen. Ja, okay, Leute, Story ist draußen. Ich bin gespannt, wer vorbeikommen wird, ob überhaupt jemand kommt. Dann mache ich euch ein paar Kaffees. Los geht's, ich gehe wieder an den Arbeitsplatz. Doch noch Leute, die müssen arbeiten. So, ich habe hier eine wunderschöne Kundin noch, die einen Kaffee bestellen möchte. Was hättest du denn gerne? Ich hätte gerne eine Eislatte mit Hafermilch. Oh, Leute, so klärt man als Barista vor. Boah, schön. Findest du schön? Ich muss mal probieren. Hat er gut gemacht. Lari hat mir einen kleinen Snack hier mal mitgebracht. Ich habe euch ja letztens schon erzählt, dass ich einen neuen Partner auf meinem Channel habe, nämlich Koro. Die haben wirklich alles. Und das hier ist jetzt ein Proteinriegel, der lustigerweise Max heißt. Und wie jeder weiß, bin ich nicht nur ein sehr guter Koch, sondern auch Hochleistungssportler. Weshalb ich immer Proteinriegel zu mir nehme. Nein, Spaß, ich finde, die sind einfach nur wirklich übertrieben lecker. Ich habe davon auch wieder so ein ganz großes Paket bestellt. Da gehen die Kosten runter. Und das ist so ein bisschen das Ding bei Koro. Man kann von allem große Portionen, große Pakete bestellen. Weniger Verpackungsmittel, dies, das. Ihr kennt den Schnack vom letzten Mal, aber wir probieren mal. No joke. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Du hast so diesen kleinen Crunch. Gerade wenn ich mal wieder einen Tag hinter dem Tresen arbeite,
ist das wirklich sehr, sehr chillige Zwischenmahlzeit. Man kann schnell was reinsnacken. Das und ganz, ganz viele andere Sachen gibt es bei Koro. Alles fair produziert, super Qualität. Deshalb checkt das gerne mal ab. Mit dem Code 5MAX5 kriegt ihr darauf 5% Rabatt. Und natürlich nicht nur auf das, sondern auch auf alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, ich muss wieder an die Arbeit. Jetzt die Ersten, die hier wegen der Story gekommen sind. Ja, genau. Sehr gut. Von 1 bis 10. Eine 8 und was sagst du? 7,5. Ich mache jetzt eine Iced Coconut Latte, weil sie wollten was Besonderes. Ich finde, das ist besonders und der ist relativ einfach für mich. So, 2 Iced Coconut Latte. Lasst sie euch schmecken. Ich mag, dass das echt dieses Kokosnussaroma drin ist. Ich würde sagen, eine 8. 1 von 10. Danke. Ich fand es auch geil, dann noch ein paar von euch auf einen Kaffee einladen zu können. Ich habe ja die Story gemacht und ein paar sind vorbeigekommen, Kaffee ausgegeben, ein bisschen gequatscht. So, das fand ich sehr schön, auch mal so Gesichter hinter den Zahlen kennenzulernen, so ein bisschen. Und wer weiß, vielleicht können wir in Zukunft ja auch das Ganze mal mit einem Burger machen, mit einer Pizza machen, mit einem Döner machen. Wenn ich nochmal die verschiedensten Bereiche der Gastronomie abdecke mit diesem Format. Ich habe auf jeden Fall große Lust darauf, weil das sind auch so wertvolle Einblicke für mich so. Es ist eine geile Story zu sagen, ey, ich habe mal einen Tag im Café gearbeitet. Also so werde ich das auf gar keinen Fall hinbekommen, aber es ist einfach wunderschön aus einem Guss, ohne einmal abzusetzen. Vielleicht schaffst du es nicht heute, aber vielleicht schaffst du es im Laufe deines Lebens. Es sieht wirklich so frech leicht aus eigentlich, aber es ist so schwierig. Nein, zu schnell geschüttet, Digga. Es macht keinen Sinn. Ich rette es und mache wenigstens ein halbwegs Herz draus. Ich gebe auf. Allerletzter Versuch. Ich probiere jetzt noch einmal einen Schwan. Ich sage ehrlich, ich sehe keine guten Chancen. Ich dachte mir, ich wäre sicherer zum Ende des Tages, aber... No joke, ich glaube, das sieht jetzt absolut scheiße aus, aber von der Bewegung her war es gar nicht mal so falsch. Naja, also ihr könnt selbst entscheiden, könnt ihr hier drinnen einen Schwan erkennen oder nicht. Ich gebe dem jetzt den wartenden Kunden. Ich werde jetzt ganz, ganz häufig probieren, einen Schwan zu machen zu Hause. Sehen wir uns im Büro wieder, würde ich sagen. Ich gehe jetzt rein. Was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine große Freude. Ich werde da wirklich nochmal hingehen und Kaffee machen. Also ich meine es todernst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Bereiche der Gastronomie ich noch erleben soll. Ich glaube, da wird mich noch einiges an meine Grenzen bringen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.